Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Nach der Aufnahmesession, was ja noch so ein, zwei Folgen dauern wird, werde ich dann nochmal gucken, wie es halt eigentlich irgendwie was mit Drakes Reception. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Würde ich hier nicht irgendwie erstmal das Schloss oder so kaputt machen? Okay, da, tralala, die da, babam. Da lang. Hier lang. Ich drehe mich im Kreis. Warum er schaut da hoch? Ich soll erstmal hier irgend so ein beschissenes Schloss aufmachen. Muss wohl dort oben sein. Dann frage ich mich als nächstes, wie komme ich hier hoch? Weil so anscheinend nicht. So auch nicht. So auch nicht. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Das sieht aber cool aus. Abstrakte Kunst. Oh. Die Tür ist doch offen. Ah. Damn it. Ich weiß, dass ich dort hin muss. Aber er zeigt mir nicht, wie ich dort hochkomme. Ah, Moment. Da habe ich es auch gesehen. Alles klar? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Oh Mann, schau dir das an. Er machst du nur zu. Krieg ich nicht auf, dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaust du es bis oben? Ich versuch's. Ah, jetzt muss ich nach oben. Das wäre irgendwie blöd. Aber wie? Hey, geht mal mit an. Wo denn? Wo denn? Ach, da. Whoa! Reichen. Pass auf da oben. Hier ist alles Marsch. Sieht aus, als hing die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. So viel dazu. Ja, es war ein bisschen... Hätte wahrscheinlich einfach nur an diesen Flaschenzug irgendwo in der Mitte springen sollen. Ich muss irgendwie darüber. Junge, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Okay, ich darf da wohl nicht rausspringen. Gegenspringen. Dann wohl hier. Ja. Das hilft mir sowas von überhaupt nicht weiter. So. Hab ich dich. Ich habe eine Idee. Das ist cool. Ja. Verstehe ich nicht. Oh, du bist irre. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Das ist ja sein Plan. Aha.
Ah, schon. So, noch ein bisschen schaukeln. Tada! Ja, nicht mal so einfach. Gut, los geht's. Oh, stimmt. Hab's. Da, bin drin. Lauf bei dir. Frage ist wo? Bin gleich unten. Hui! Ist das eine Popcornmaschine? Ne. Lauf. Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Wow, hier ist eine recht moderne Küche. Ja gut, 18. Jahrhundert ist jetzt ja nicht allzu alt. Was liegt denn da? Nix. Ich würde auch gerne an solchen Orten rumlungern. So mehr als nur cool. Das ist der Hammer. Aber nachts würde ich hier. Hey Nate. Nicht so gut. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Lawrence Notizbuch. Muss er sein. Gut. Danke. Jetzt nur die Frage: Wie kommen wir dorthin? Wenn da nicht mal ein Schätzchen ist. Das war wieder offensichtlich. Oh, wie er hier mal rumzappelt, ey. Ja. Gut, hier oben kann ich ja nirgends hin, ne? Nee. Ja gut, dann bleibt ja nur das Fenster. Was sollte das denn jetzt werden? La la. Du, du, du. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Na komm. Komm. Achtung! Oh. Oh, danke. Zurückkommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Alter, richtig cool. Hey, Nate. Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Einfach gibt es nicht. Hey, sieh mal, Ritterrüstung. Ah, Lawrence hat von so etwas geschrieben. Ach, danke, dass jetzt erst der Hinweis kommt. Ja. Schau, vier Ritter. Hä? Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Und das soll mir jetzt in wie weit weiterhelfen? Moment, ich muss mal kurz mein Handy. Jetzt sehe ich die Uhrzeit gleich nicht mehr. Die Stoppuhr. So. Wie weit soll mir das jetzt weiterhelfen? Ah, das haben wir aber auch schon alles gefunden. Außer das Schwein, das noch nicht. Und den Brunnen. Gut, ich will jetzt hier nicht so weit spoilern. Das haben wir auch schon alles gefunden. Das haben wir auch gefunden. Aber was meinen die da mit dem Rätsel? Na klar. Der Schildtypi soll zum Axttypen schauen. Vielleicht müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Ja, aber wie rum ist richtig? Ganz schlauer. So. Die beiden sollen der und der zu dem.
Alles klar. Vor allem, woher hat er dann diese ganzen Informationen? Ach, ja. Ein Geheimer. Die anderen, die habe ich ja schon. Okay, du lagst richtig, Sully. War auch irgendwie offensichtlich. Okay, ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Warte, 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Nate? Hey, bist du okay? Ja, ich überlebt. Wie soll ich da wieder hochkommen? Das waren Spinnen. Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alter, nur noch richtig große. Vorsichtig da unten. Okay. Das sind überall Spinnennetze. Ich hoffe, Alter. Es gibt eine andere Seite. Ich hasse Spinnen. Lass uns erstmal zu ihnen hinlaufen. Was ist das für ein Geräusch? Spinnen sind das. Wollte ich gerade sagen. Das sieht auch gerade ein bisschen merkwürdig aus als Lila. Aber war wirklich lila. Da. Ich will nicht. Nein! Alter! Hier sollte ich durchkommen. Das sind richtige Badass-Spinnen. Lecker. Ich will nicht mehr. Vor allem, er hatte sich ja diese Riesenspinne da angeguckt. Und das wird hier noch richtig scheiße. Vor allem, ich habe ja noch eine Waffe. Hey, ein Licht. Ein gutes Zeichen. Ja. Okay. Spinnen, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Himmel sei Dank. Ein Weg raus. Okay, hier kann ich doch hochklettern. Jetzt müssen da unten so richtig Badass-Spinnen rumlauern, ey. Kinderspiel. Kinderspiel. Oh, Mist. Dumm in die Fresse. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie. Ich muss Sully warnen. Alter, diese blöden Glatzköpfe. Los, Spinnen. Auf ihn. Das wäre so cool. Aber nein. Irgendwo erkenne ich aber diesen Teil hier wieder. Das sind alles sehr viele Boys. Wo war das? Hier drüben! Wieso treffen die mich denn? Okay, das war kein guter Plan. Aber einen besseren Plan, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.